Herzlich willkommen zurück hier bei Oceanhorn auf Full Game Junk mit dem lieben Fox. Das bin Icke und wir dübeln immer noch durch die tolle Katakombe hier. Obwohl das ja, glaube ich, an sich keine Katakombe ist. Sondern ist ja der Großkern. Und ich überlege gerade, denn das letzte Mal, wo ich gespielt habe, ist ein paar Minütchen her. Ich glaube, ich bin hier durchgelaufen. Oder? Nee, bin ich nicht. Scheiße. Ach, hör doch auf. Lass mich in Ruhe. Da war doch diese tolle Kammer mit dem Spiegelrätsel. Und jetzt überlegt gerade, war das hier? Ich benutze mal meine spreizigen Schuhe. Gucke mal, aber ich glaube, hier war das auch nicht. Hier gibt es zwar auch so eine lustige. Huch! Na, sage mal. Wollte ich hier ganz freundlich und friedlich an dir vorbei und du machst mir hier den Abend nicht gemütlich. Du machst mir den Abend nicht gemütlich? Na, sage mal, du machst mir aber den Abend nicht gemütlich. Nee. Wir hatten doch hier so ein lustiges Rätsel, wo man den Laser umlenken musste. Vielleicht war das hier nicht. Ich gucke mal. Nee, hier war das nicht. Das ist das Problem, wenn man zwischendrin auch mal nicht spielt. Beziehungsweise nicht spielen kann. Die letzten Male konnte ich tatsächlich nicht spielen. Und hier, falls ihr euch wundert, irgendwie ist doch bei dem Stuhl jetzt was anders. Ja, ist tatsächlich was anderes. Der liebe Blacks war zu Besuch, den wir auch aus dem Zombie-Let's Play kennen. Und der hat bei unserem letzten Videospiel-Beef einfach mal dezent meine Lehne abgerissen von meinem Stuhl. Glaubt man sowas? Unglaublich, jetzt bin ich draußen. Scheiße. Ja, wir hatten vorletztens ist so ein Wort, das ist aus meiner Kindheit irgendwie übrig geblieben. Vorletztens? Letztens hatten wir nämlich wieder unseren schönen Videospiel-Beef. Das heißt, jeder durfte sich was Feines aussuchen, was er als Videospiel, ja, Disziplin könnte man sagen, nehmen möchte. Okay, hier komme ich nicht durch. Hau doch mal ab hier, Mann, du isst mir ja aber durch die Zwiebel. Und dann haben wir uns quasi gegenseitig gechallenged. Hier ist auch falsch. Aua. Scheiße, wo war denn das? Wisst ihr das noch? Ich weiß das gerade nicht mehr. Musste ich rechts hoch? Hier ist ein Herzchen. Warum auch immer. Ja, und dann beefen wir uns jedenfalls gegenseitig und freuen uns immer, dass wir dem anderen eins auswischen können mit tollen Spielen, die keiner so richtig mag. Doch, na klar, hier wartet doch. Ich erinnere mich. Los geht's. Ach so, Moment. Ach nee, ich brauche mein Schild noch, wa? Ja. Zwiebelmatze. Ja, Ach so, du kannst das nicht ewig hochhalten. Na, sag mir das doch, Ena. So, soll ich denn das riechen? Jetzt ist natürlich doof hier mit dem. Wie lange hält denn die Blase hier? Weiß man das? Sieht man das? Nee, sieht man natürlich nicht. Ha! Angeleuchtet. War das mit dem anderen Ding? Das können wir doch auch noch anleuchten. Aber dazu brauchen wir noch eine Bombe. Ah, das wird nicht reichen. Ah, das schon eher. Krawel, feucht trübert uns der Musenhain. So, mein Freund, komm und beleuchte mich. Beleuchte mich voller frohkundlicher Gabe. Zack. Na, aber. Da soll mal einer sagen. Wir haben es nicht drauf. So, was gibt's sonst noch Neues? Was ist sonst so passiert? Wir haben den zweiten Advent durch. Zumindest jetzt. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, glaube ich auch. Weil die kommt recht zeitnah raus. Heute spiele ich, heute kommt die Säure raus. Fällt mir gerade ein. Na klar. Denn ich habe übers Wochenende meine ganze, ja, Sammlung an Sachen, die ich hochladen wollte, tatsächlich verbraten. Und stand jetzt so ohne da. Und das war auch doof. So ohne Content ist auch immer blöde.
deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal, nimmst du mal was auf. Warum nicht Oceanhorn? Das haben wir ja schließlich immer noch nicht fertig. Den Käse. Und deswegen, ja, Oceanhorn, da sind wir schon wieder. Wir spielen. Und ich bin gespannt, wie das hier aussieht mit der tollen Geschichte auf der fliegenden Insel. Die ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen kann. Was ist denn da los? Entschuldigen Sie bitte mal. Okay, hier steigt das Wasser, wenn wir darauf treten. Das ist interessant. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Hier könnte man was schieben, aber es lässt sich nicht schieben. Kühlflut zur Temperaturkühlung. Vorsichtig nutzen. Ich frage es nur, was bringt's mir und wo soll ich da hin? Ich spreiz mal schnell hier runter. Ich meine, klar, ich kann jetzt hier rüber schwimmen. Das ist eine tolle Sache, aber... Naja, wir machen es einfach mal. Wer weiß, was es uns bringt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier drüben eine gütige Gabe. Wie man das so schön nennt, eine gütige Gabe. Zur Weihnachtszeit darf man auch mal eine gütige Gabe erhalten. Wenn wir ihn erhalten, ich glaube ja noch nicht so dran. Und guck stattdessen mal, wohin dieser sehr lange Gang führt. Der führt wieder nach hier hinten. Toll. Super. Echt tolles Level-Design. So, was haben wir hier noch drin? Ist hier mal was Nützliches drin? Nein. Natürlich nicht. So, da kamen wir wieder runter. Da könnten wir die Kiste dann schieben. Aber wir sind jetzt hier oben. Und was gibt's hier zu sehen? Nichts. Hier sollte wohl scheinbar mal was sein. Oder da kommt vielleicht mal was hin. Wer weiß. Da ist auch noch ein Blutstein, sehe ich gerade. Nah bei. Tolle Übersetzung, oder? Achtung, der Blutstein, er ist nah bei. Goldene Zahnrad. Kenne ich eher von der Schifffahrt. Wir drehen jetzt bei. Aber das, was nah bei ist? Man munkelt noch. Man schaut mal, ob das so stimmt. So, können wir jetzt hier noch irgendwo hin? Irgendwo reinschwimmen? Hier oben kommen wir noch lang. Hier. Aber da ist ja zu. Da ist ja so ein Gerüst vor. Leute, jetzt ist hier aber... Verstehe ich nicht ganz. Moment, da wird auch eine Kiste angezeigt, aber die ist nicht da. Was bedeutet das? Das bedeutet sicherlich nichts Gutes. Vielleicht müssen wir doch erstmal unten die Kiste wegschieben. Was ist mit meiner Stimme los? Ist ganz rau und fühlt sich ganz ulkig an. Seltsam, dabei habe ich gestern noch nicht großartig gemacht. Wo waren wir denn gestern? Ach, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, na klar. Da gibt's Sinn, oder? War, dass ich denn trotzdem so eine kratzige Stimme habe? Naja, wer weiß. Was mir da auf dem Weihnachtsmarkt verabreicht wurde. Ich selber kann ja immer nichts trinken. Ich hab ja, bin ja mal der elendige Fahrer. Was heißt der elendige? Der Ewir. Der elendig ja nicht, aber der Ewir-Fahrer. Und deswegen, ja, kann ich immer kein Glühwein trinken. Ich vergehe mich dann immer an lustig schmeckenden heißen Schokoladen, die ganz aufwendig aus der Fertigtüte aufgeheizt wurden. War auch früher anders. Da hab's dann noch richtig schön heißen Kakao und zwar... Oh je, Scheidensaft. Oh scheiße. Oh Schiete! Die kommen ja alle hinterher! Ah! Heiliger Pamphletkäse. Moment! Schiet die Wand an. Aha. Ah, guck der Blöde. Haha! Auf Wiedersehen! Ich muss nämlich hier rein. Hier muss ich nämlich hin, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Dass ich jetzt hier abgesetzt werde? Ja. Und falls ihr auch hier bei uns in Berlin mal auf den Weihnachtsmarkt gehen solltet, möchtet, müsst, seid ihr warnt. Die tollen Automaten, diese
Greifarmautomaten sind alle jetzt hinkt. Leider. Ich spiele sonst immer gerne und ziehe auch immer was raus, aber da waren die echt, die waren für den Arsch, kann ich euch sagen. Haben wir nichts rausgekriegt. Teilweise hingen die ja nicht zu, die Krallen. War nur runtergefahren. Naja. Aber was erwartet man halt auch? Das ist eben immer so eine Sache für sich. Schausteller. Schausteller, das sind auch so eine Banausen, ey. Halt, wollte ich gar nicht. Mist. Hier, zaubern wollte ich. Wollte das Eis auftauen. Guck mal hier, Klimpel. Könnt ihr jetzt wegspringen? Ist denn mit euch? Warum kommt ihr denn ständig? Haut ab. Keiner mag euch. Hier. Feuriker. Ja, guckst du, wa? Jetzt kriegst du hier gleich den Laser in den Kopf. Zack. Guck mal, jetzt komme ich noch einmal rum. Hallo, bleib mal da. Der Laser kommt. Er kommt dich holen. Ha. Ja, da brennst du, wie? Mal hier. Zack. Boah, bin ich ein Laserpointer-Mann oder was? So, jetzt habe ich trotzdem nicht rausgekriegt, warum das hier so ist. Jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe rätseln. Was muss ich hier machen? Kann das hier nicht schieben, kann das hier nicht ziehen. Die kommen ja auch nicht dahinter. Warum nicht? Schieben. Geht nicht. Schieben auch hier nicht. Und auch hier nicht. Hm. Leute, habt ihr schon rausgekriegt? Oh, hoppala. Ich mach nochmal an. Irgendwas muss ja sein. Irgendwie muss ja hier noch irgendwas zu machen sein. Oder haben wir letztes Mal schon alt gemacht? Kann mir nicht vorstellen. Warum sollte dann sonst dort oben noch die Dings sein, die Kiste? Muss ja auch irgendwie rauskriegen. Macht mir gar keinen Spaß, das Level hier. Achso, vielleicht kann ich hier rüberspringen mit meinen Schuhen. Moment mal. Aha. Ja, und jetzt? Habe ich überhaupt nicht gewonnen. Was ist denn für eine Kiste? Warum ist die denn überhaupt da? Das hat ja überhaupt keinen Sinn hier. Hey? Kläret mich auf, Freunde. Habt ihr jetzt hier einen Plan? Ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie noch gar nicht rausgekriegt, was das überhaupt soll hier. Ich kann hier rüber. Gut, das erklärt sich ja von selbst. Statue kann man nicht schieben, Kiste kann man nicht schieben. Hier kann man rüberlaufen. Hier ist auch irgendwas. Vielleicht muss ich hier was drauf machen. Nicht genügend Mana. Natürlich nicht. Aber was soll ich sonst machen? Muss ich das Wasser vielleicht dauerhaft anheben, dass ich da rüber schwimmen kann? Hier gibt es ja scheinbar auch noch einen Weg. Hier hinter, guckt mal. Da ist ja auch irgendwas. Na, ihr heime Bibliothek oder sowas. Aber eventuell waren wir da sogar schon. Die Frage ist nur, warum ist hier nichts? Müssen wir vielleicht erst in die Bibliothek gehen, dann wird aktivieren und dann wiederkommen? Kann das sein? Oh. Na gut. Ist wenigstens der Laser aus. Oh gut. Komm hier runter, Junge. Oder muss ich hier mit dem Laserpointer was anlasern? Soll ich das mal versuchen? Aber hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts zum Lasern. Das ist ja die komische Sache an der Geschichte. Das hat ihr gehört? Ist ja gerade was aufgegangen? Moment, ich leuchte nochmal. Das hat ihr gerade gehört? Da hat doch gerade eben. Hat sich doch was bewegt. Soundtechnisch, oder nicht? Moment mal. Jetzt kann man nochmal gucken. Düdelüdü. Schwimme, guter Mann. Schwimme. Ich meine, ich habe da was gehört, so soundtechnisch, dass da irgendwas passiert ist. Frage ist nur, wann, wo, warum? Jetzt ist er aber scheinbar schon wieder weg, oder? Nicht sein, nee. Warum ist das hier so? Warum?
Jetzt renne ich hier mit euch. Gefühlte 15 Minuten durch den Bums und nichts passiert. Passiert denn irgendwo anders was? Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber... Ja, mal schauen. Ach so, jetzt komme ich ja hier nicht wieder zurück. Na gut, komm. Wir gehen erstmal wieder raus. Drauf geschissen. Scheiß drauf, sag ich nur. Scheiß drauf. Muss ich vielleicht das hier mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Kann ich so, ja. Muss ich's mitnehmen? Nein, ich glaube nicht. Lasst mich in Ruhe, geht weg. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich natschig, weil ich das Level da nicht rausgekriegt habe. Ah, oh, oh. Ei, ei, ei. Moment, wir haben ja auch noch die andere Seite. Wo wir noch nicht drin waren. Da wird der Schlüssel liegen. Natürlich. Hier muss ich ja auch noch hin. Hm. Ich Idiot. Hier kommen wir doch auf die Seite, wo ich meinte. Hier ist nur das kleine geheime Labor. Da müssen wir bestimmt was machen, wollen wir wetten? Und dann müssen wir wieder rüberlatschen. Oh, na da freue ich mich ja drauf. Da ist der Knopf. Na, das hätte man ja auch früher wissen sollen. Da ist er, die Kiste. Der Not. Im Notfall diesen Knopf, um einen Sicherheitsschlüssel zum Großkern freizugeben. Ah, ja, wir brauchen das Ding also doch. Dann machen wir da was drauf, ganz klar. Einfach ist das, zack. So, wir kommen. Nochmal. Weil doch so ein schöner Weg ist. Kommen wir nochmal. Komm, ich hier. Ich steuere jetzt hier mal mit inner Hand nebenbei. Und dann trinke ich mal da was. Mm. Ah, lecker. Schmackowatzo. Was wollt ihr denn hier eigentlich von mir? Was ist denn mit euch eigentlich schiefgelaufen? Ich hab letztens übrigens... Na, hau ab. Ich hab letztens übrigens... einen Kommentar gekriegt unter einem meiner Videos hier. Und da hieß es, Mensch, vielleicht solltest du auch mal Zelda spielen. Und ich habe euch das ja schon mal angeboten. Wenn ihr wollt, spiele ich für euch auch gerne mal ein Zelda. Hab ja noch keins gespielt. Kann ja nur gut werden. Und da ja auch immer alle so davon schwärmen. Oh, Zelda. Würde ich das gerne mal machen. Ich wollte sowieso mal ein bisschen was Retro-mäßig spielen. Hab ja früher auch viel Nintendo-Sachen gespielt als Kind. Und würde einfach ja mal gucken, ob ich es noch drauf habe. Und ja, warum nicht? Da dachte ich so an Sachen wie Kirby's Dream Land und klar, Zelda kann man mal ausprobieren. Das habe ich ja an sich noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu auch ja nicht so viel sagen. Aber ich würde es mir gerne mal angucken. Und dementsprechend, wenn ihr Bock drauf habt, klar, dann spiele ich mit euch ein wenig Zelda. Ich würde ja gerne mal diese Top-Down-Zelda spielen, falls damals ja ab. Da gab es ja ein paar von. Natürlich auch auf dem Gameboy. Aber das lässt sich natürlich immer blöde aufnehmen. Hab zwar noch ein Gameboy hier, aber... Da habt ihr, glaube ich, nichts von. Oh, jetzt laufe ich schon wieder unten lang. Ich muss doch oben lang. Mensch, reiß dich doch mal am Riemen, Fox. Sei doch nicht so ein Poloch. Habe ich jetzt wirklich eine ganze Folge lang nur hier in dem doofen Abteil verbracht? Naja... Oh, jetzt. Oh je, Bibi, warum wird mir das jetzt da angezeigt? Ich hab den Schlüssel doch noch. Aber ich will natürlich jetzt auch meinen Dings wieder haben. Lauf doch, Junge! Mein Diamanten. Ja. Leuchte mich an. Hab ich den jetzt hier verloren? Nö. Hä? Ich hab doch hier gerade so ein... Gesundheitsstein verloren, oder nicht? Den jetzt nicht wieder? Dafür hau ich euch jetzt aber trotzdem nochmal aufs Maul. So, habt ihr jetzt davon. Zack. Schade, ich dachte, das kann man sich denn wiederholen. Wie bei Dark Souls und Co. Aber ist nicht. Ist nicht, Freunde, ist nicht. Daneben nicht. Dann verpissen wir uns jetzt. Ich muss gleich mal gucken. Ich habe hier das dumme Gefühl, dass jetzt die Folge schon wieder fast vorbei ist. Lauf, Junge, beeil dich. Die Zuschauer haben nicht ewig Zeit. So, ich guck mal nebenbei. Ein paar Minütchen haben wir noch. Vielleicht kriegen wir in der Zeit wenigstens raus, was hier überhaupt vor sich geht.
kommt schon wieder ein grindbärtiger Endgegner. Stecken wir mal rein da den Schlüssel samt Hand. So, was geht hier ab? Aha, Zwille ist wieder da. Isn't this working? What am I missing? Do you hear me, Master? Ohoho. Jetzt zieht's hier ab. Licht, Kamera, Action. Boah, da explodiert der Alten erstmal der Kopf. I sense the power of the gods. Emblems of creation. The order will be restored. I will resurrect as your god. Was ist er denn? Hallo. Ist ein lustiger Kerl. Schatten, Mesmeros. Mensch, gibt tatsächlich noch mal einen Endgegner. Man hätte es ja fast ahnen können. Guck mal hier, Freund. Hohohoho. Richtiger Troll, wa? Findest du gut, wa, mein Freund? Find ich nicht. Was nehme ich mit? Was könnte ich dir Schaden eventuell zufügen? Man weiß es noch nicht, wa? Ups. Da freut er sich. Unser Zwiebelkorb hier. Muss ich hier vielleicht irgendwas anmachen? Nö. Okay. Was ist deine Aufgabe, schwebender Zwiebelmann? Man weiß es nicht. Er steht da und freut sich seines Lebens. Ohohoho. Ihr könntet natürlich jetzt mal gucken hier mit Pfeil und Bogen. Wo bist du denn, mein Freund? Das stört ihn überhaupt nicht. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Komm mal hier, ja, nicht weg. Hier muss ich ins Licht. Der hier Heiligkeit? Nee, auch nicht. Muss ich, dass er hier rufschießt, eventuell? Schieß mal! Schieß! Schieß, Junge! Schieß! Ich meine, ich hab zwar auch hier und so, aber... Tust du auch irgendwas, oder? Na toll, ey. Muss ich auf irgendwas schießen? Ich hab's noch nicht ganz rausgekriegt. Ah, da bist du ja schon wieder. Oh, heiße Scheiße. Oh, das war wirklich heißen Kack. Hau ab, Junge. So, ich versuch's mal mit den Bomben. Vielleicht geht das ja mit den Bomben. Zack. Auch nicht. Hä? Was soll ich denn hier machen? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Zwille, was ist los? Wie verbleiben wir beiden Schönen jetzt hier? Schieß mal nochmal Feuer. Hier, ruf bitte. Da kommst du mal so nah. Das finde ich gar nicht gut. Sollst du da auf deine Distanz bleiben und mir hier mal einen Feuerball an den Kopf schmeißen? Nicht mal so nah rankommen. Hier, mach mal. Mach doch mal Feuer. Oh, Alter, so eine Gegner kann ich ja leiden. Oh, ich bin einfach nur da. Ich fürchte mich. Ich habe Sellerie gegessen zum Frühstück. Nö, geht auch nicht. Leute, seht ihr durch? Ich noch nicht. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Kleine Ahnung hätte ich ja, aber die ist jetzt nicht sonderlich groß. Ich könnte hier versuchen. Aha, ich muss den Feuerdings hier also anzünden. Feuer? Interessant. Oh, was ist denn jetzt los? Die tanzenden Zwiebelköpfe sind da. Was sieht jetzt so was? Ach so, man muss den richtigen rausfinden. Das ist ja lustig. Ja, ja, du bist gemeint, Freundchen. Oh. Muss ich erstmal wieder nach da hinten kommen. Hau ab! Holo, holo, holo! Mach hier kein Feuer, mein Freund.
ist denn Hulu Hulu? Das ist ja auch was Neues, was ich gerade über mich rausgekriegt habe. Hulu Hulu. Wenn Fox Angst hat, sagt er Hulu Hulu. So, wer ist der wahre Magierkönig? Der ist es scheinbar nicht. Vielleicht bist du es. Ja, du bist es. Er hat aber viel Energie, ey. Das ist aber nicht so schön. Zack. Die Sache ist, mir gehen noch leicht die Bögen hier aus. Und dann steht natürlich doof da. Ich kann gerne hier nochmal zaubern. Moment. Da hinten. Du sollst doch nicht da hinten zaubern. Du sollst den da anzünden, den Kerl. Guckt man das denn alles? Unglaublich. Oh nein, ich bin gestürzt. Guck an. Ich muss den ja nicht so oft mit Pfeil beschießen. Das reicht, wenn ich den da in der Erde mache und dann. Aha! Na, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Was macht er jetzt hier? Oh nein! Ein Lasergerät! Oder was auch immer das sein soll. Kann ich mich davor schützen hier mit so einem Ding? Scheinbar nicht. Na, auch gut. Was soll denn das hier? Wo muss denn das hinschießen? Musst du hier die Dinger kaputt schießen? Das wäre lustig, wenn die hier hochschießen und dann geht das kaputt. Zack. Ach, geht natürlich nicht. Aber vielleicht kann ich dagegen hauen und dann geht das wieder aus. Moment. Aha! So läuft der Hase also. Stillschweiget! Ihr Maschinenmonster! Zack! Auf Wiederhören! So, Schicht im Schacht jetzt. Wo kriegt denn jetzt neue Pfeile her? Kann mir das mal einer verraten, oder? Ist das jetzt alles noch in der Schwebe? Schließlich habe ich ja jetzt ja keine mehr. Und stehe jetzt echt blöde da. Muss ich ja mal sagen. Kann angeln. Zeig mal angeln, Freunde. Macht ihm auch keinen Schaden. Feuer kann ich auch nicht mehr machen. Damit ist doch das jetzt hier vorbei. Das ist doch schon gelaufen jetzt, der Shit. Na, prima, ey. Schönen Dank hoch. Ja, komm, mach dein Feuer. Oho. Da freut er sich. Oho. Ja, das ist ja geil, ey. Sowas kann ich ja leiden. Das hatte ich damals schon bei Silent Hill. Homecoming. Da hatte ich einen Endgegner, den ich nie besiegen konnte, weil ich kein Zeugs mehr hatte und habe auch niemand nachbekommen. Da steht natürlich echt geil da. Ja, hier ist bloß Wasser, da könntest du dich ja löschen, aber da bist du ja auch zu doof für. Deswegen brenne. Brenne, mein Freund. Brenne in Frieden und freudiger Erwartung an den nächsten Tag. Naja, die Folge ist eh vorbei. Schon wieder viel zu viel. Und wir legen jetzt den grindbärtigen Sauselkopf da in seiner Höhle der Vernunft oder auch nicht. Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin der Fox, das ist Oceanhorn. Wir sind hier auf Voll Game Junk. Bald ist Weihnachten und Happy Hanukkah und was auch sonst noch. Also Leute, bis dahin!